Hallo alle zusammen, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem sehr spannenden Thema für euch. Und zwar werden wir uns mal genauer auseinandersetzen mit der Problematik Aquaplaning. Es gibt für euren Theorieteil die ein oder andere Frage, die sich auf dieses Thema bezieht. Ansonsten ist das ganze Thema für euch, denke ich mal, wirklich wichtig, vor allem für das Fahren nach bestandener Führerscheinprüfung, dass ihr da wirklich Hintergrundwissen habt und genau wisst, was ist Aquaplaning, was begünstigt Aquaplaning, wie kann ich natürlich im Idealfall Aquaplaning vermeiden und was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich wirklich in diesen Bereich Aquaplaning komme. Das alles werden wir klären in diesem Video und zuallererst müssen wir natürlich erstmal wirklich definieren, was ist genau Aquaplaning. Also wir nehmen mal folgendes Beispiel. Ich denke mal, jeder von euch hat schon mal irgendwo ein Autorennen im Fernsehen gesehen. Wenn wir jetzt mal die Reifen vergleichen, also diesen Reifen, wie wir den hier aus dem Straßenverkehr kennen und einem Rennreifen, das sind ja diese Slicks, die haben kein Profil, das heißt, die sind dann von der Oberfläche ganz glatt, dann ist so ein Slick natürlich so einem profilierten Reifen um Welten überlegen. Wir wollen mal jetzt gar nicht eingehen auf die Gummimischung, die da noch anders und besser ist, aber die Aufstandsfläche bei so einem Slick, die der Reifen unten auf die Fahrbahn bringt, ist natürlich größer und dann kann ich da auch mehr Haftung aufbauen und kann besser beschleunigen, kann besser bremsen, kann besser Seitenführungskräfte aufbauen, das heißt meine Richtung verändern. Aber wenn ihr dann mal so ein Rennen genauer betrachtet und es fängt an zu regnen, dann haben die ein Problem. Dann fahren die alle relativ schnell die Boxen an und müssen die Reifen wechseln, weil dann funktioniert das Ganze nämlich nicht mehr. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum solche Slick-Reifen aus dem Rennsport nicht zugelassen sind für den Straßenverkehr, weil wir müssen ja immer damit rechnen, dass es anfängt zu regnen und dann können wir nicht einfach anhalten und Reifenwechsel machen. Also ist das wirklich dem Rennsport vorbehalten und wir müssen uns halt jetzt auseinandersetzen mit diesen Reifen hier und das ist letztendlich auch der einzige Grund, warum wir hier Profil in diesen Reifen haben, damit wir Wasser aufnehmen können. Ja, und wir müssen ja immer damit rechnen, dass das Wetter umschlägt. Und je tiefer natürlich die Rillen sind, die wir in den Reifen haben, umso mehr Wasser kann ich aufnehmen und umso mehr Wasser kann ich nach links und rechts wieder abgeben. Und der Gesetzgeber schreibt vor, Mindestprofiltiefe 1,6 mm. 8 mm Profiltiefe hat ein neuer Reifen. Und man sagt ungefähr ab 4 mm steigen die Aquaplaning-Eigenschaften des Reifens sehr stark an nach oben. Und von daher ist es natürlich wirklich immer wichtig, dass ihr genau wisst, wie die Profiltiefe der Reifen ist in den Fahrzeugen, die ihr fahrt. Und damit meine ich nicht nur euer eigenes Fahrzeug, sondern auch die Fahrzeuge, die ihr vielleicht mal nur einmal und nur kurzzeitig fahrt. Vielleicht ein Firmenwagen oder das Fahrzeug vom Freund, Freundin, dass ihr vielleicht abends oder nachts mal aus der Diskothek nach Hause fahrt. Also ihr solltet da wirklich immer genau im Bilde sein, weil dann müsst ihr euch natürlich anpassen. Ja? Das heißt letztendlich, wenn diese Rillen hier vollgelaufen sind mit Wasser, der Reifen müsste aber jetzt eigentlich noch mehr Wasser verdrängen, weil viel mehr auf der Fahrbahn ist, dann wird der Reifen ein Problem kriegen. Dann wird sich dieses Wasser stauen vor dem Reifen und dann wird sich ein Wasserkeil unter den Reifen schieben und wird den Reifen anheben nach oben, so dass ihr mit diesem Reifen oder mit der ganzen Achse keinen Kontakt mehr zur Fahrbahn habt. Und das heißt für euch letztendlich, dass ihr keine Bremskräfte mehr übertragen könnt an diesem Reifen. Ihr könnt nicht mehr beschleunigen und ihr könnt auch die Richtung nicht mehr verändern. Das ist so ein bisschen wie Wasserskilaufen. Und oftmals ist es im Bereich Aquaplaning dann nur für einen kurzen Sekundenbruchteil. Dann seid ihr schon wieder unten. Das kann aber auch durchaus mal sein, dass es für einen längeren Zeitraum ist, wenn ihr zum Beispiel in der Spurrille seid oder ihr fahrt wirklich durch eine richtig lange, große Wasserlache. Dann wird das Ganze wirklich problematisch. Ja? Also Aquaplaning heißt letztendlich, die Rillen eurer Reifen sind vollgelaufen und der Reifen wird angehoben durch den Wasserkeil und hat keinen Kontakt mehr zur Fahrbahn und ihr könnt letztendlich dann auch keine Kräfte mehr vom Reifen übertragen auf die Fahrbahn und dann seid ihr für diesen Moment mehr oder weniger Passagier. Ja, dann müssen wir jetzt natürlich mal genau klären, was letztendlich alles Aquaplaning begünstigt. Und es sind mehrere Faktoren. Also wir fangen mal an. Ganz oben auf der Liste würde ich sicherlich erstmal die Geschwindigkeit schreiben. Je schneller ihr fahrt, umso mehr Wegstrecke legt ihr natürlich auch zurück. Und wir werden das gleich nochmal anhand eines Beispiels uns nochmal genau klar machen, dass euch das wirklich deutlich wird. Dann ist es natürlich die Wasserhöhe, die ihr habt.
Die Reifenbreite spielt eine Rolle, eure Profiltiefe, auch der Luftdruck. Wenn ihr zu wenig Luftdruck im Reifen habt, dann wird die Aufstandsfläche sich vergrößern. Und Luftdruck, zu wenig Luftdruck ist nie gut, aber in diesem Fall habt ihr auch noch erhöhte Aquaplaning-Gefahr, wenn ihr mit zu wenig Luftdruck fahrt. Und dann kommt noch eine Sache hinzu, das ist das vorausschauende Fahren. Denn wenn ihr natürlich den Verkehr und die Witterung nicht entsprechend beobachtet und nicht erkennt, dass es auch stark geregnet hat und dass ihr dann auch zum Beispiel auf eine Fahrbahnsenke zufahrt, dann sollte ich das aus größerer Entfernung schon wirklich bemerken, dass da vielleicht das Wasser steht. Also da gibt es relativ viele Beispiele und deswegen würde ich das vorausschauende Fahren ganz klar mit dazu zählen. Ja? Also wir werden mal versuchen, das anhand eines Beispiels ein bisschen klarer zu machen. Da könnt ihr auch die Faustformel anwenden, die ihr aus dem Theorietest kennt. Wir nehmen mal das Beispiel, ihr fahrt auf der Autobahn mit Richtgeschwindigkeit. Das ist ja jetzt erstmal keine Raserei. Und jetzt fängt es wirklich stärker an zu regnen und ihr behaltet einfach die Richtgeschwindigkeit mal bei. Dann ist es eine ganz einfache Volumenberechnung. Also bei 130 nach der Faustformel, 100 durch 10 mal 3 wären 39 Meter. Wir machen mal 40 Meter, kann man leicht damit rechnen. Das ist die Strecke, die ihr in einer Sekunde zurücklegt. Jetzt sagen wir einfach mal, wir haben tatsächlich eine Spurrille mit einer Wasserhöhe von einem Zentimeter. Ja? Und wir sagen jetzt einfach mal, dass wir eine Reifenbreite von 20 cm, also 200 mm haben. Das gibt es zwar nicht, aber da lässt sich jetzt einfach mit rechnen. Also haben wir 40 Meter mal 0,2 Meter für die Reifenbreite mal 0,01 Meter, also 1 cm für die Wasserhöhe. Und dann haben wir dann ein Ergebnis von 0,08 Kubikmeter. Und das wären umgerechnet in Liter 80 Liter Wasser in einer Sekunde, die ein Reifen verdrängen müsste. Ja? Und ich sag mal, wenn man das mal sich so ein bisschen klarer macht, dann kann man sich relativ schnell vorstellen, dass die Reifen einfach irgendwann wirklich am Ende sind und kein weiteres Wasser mehr aufnehmen können. Und ihr könnt ja letztendlich nichts an eurer Reifenbreite machen, wenn ihr fahrt. Die ist ja nun mal gegeben. An der Wasserhöhe könnt ihr ja wahrscheinlich auch nicht viel machen. Wenn es eine Spurrille ist, könnt ihr mich vielleicht ein bisschen versetzen. Wenn es eine Wasserlache ist, kann ich nichts machen. Und ihr könnt eigentlich immer nur an einer einzigen Stellschraube drehen und das ist die Geschwindigkeit. Ja, also wirklich vorausschauend fahren, die Geschwindigkeit runternehmen, mit angepasster Geschwindigkeit fahren. Dann legt ihr deutlich weniger Meter in der Sekunde zurück und dann müsst ihr auch deutlich weniger Wasser verdrängen. Und das ist letztendlich das Einzige, was ihr wirklich machen könnt, um gar nicht erst in diesen Bereich Aquaplaning zu kommen. Ja? Also das waren die Beispiele, die Hauptbeispiele, die Aquaplaning im Straßenverkehr begünstigen. So, wie kann ich Aquaplaning vermeiden? Ja, also ich sag mal, vorausschauendes Fahren ist natürlich der Schlüssel, ne? Dass ihr viele Sachen aus der Ferne schon erkennt, euch genau wisst, wie ihr euch darauf einstellen müsst, dass die Geschwindigkeit runtergeht mit angepasster Geschwindigkeit. Und da rede ich nicht von 5 oder 10 km/h, das muss dann teilweise auch wirklich mal drastisch sein, dass ihr euch wirklich den Witterungen anpasst, wenn ihr merkt, ihr fahrt auf der Autobahn, es fängt stark an zu regnen, ihr seht, dass die Fahrbahn anfängt zu glänzen, ist immer ein schlechtes Zeichen, mein Zeichen, dass das Wasser nicht gut abläuft, keine gute Drainage ist. Wenn ihr seht, dass die Spuren der Fahrzeuge, die vor euch fahren, schnell wieder zulaufen, das sind alles so Indizien für viel Wasser und für angepasste Geschwindigkeit, ja. Spurrillen versuchen zu vermeiden, auf Fahrbahnsenken reagieren. Das merkt ihr ja, wenn es stark geregnet hat, ihr fahrt runter und dann geht es da hinten gleich wieder hoch. Dann kann das durchaus sein, dass das Wasser sich unten so ein bisschen sammelt. Achtet bitte auf eure Reifen, dass ihr immer im Bilde seid, wie die Profiltiefe ist. Dass ihr da rechtzeitig wirklich rangeht und die Reifen tauscht. Ab 4 mm steigt die Aquaplaning-Eigenschaft der Reifen deutlich an. Das heißt nicht, dass ihr unbedingt wechseln müsst, aber ihr solltet dann drüber im Bilde sein und euch dann entsprechend anpassen und dann auch wirklich langsamer fahren. Ja? Kauft auch nicht immer jeden x-beliebigen Reifen. Macht da bitte auch mal den Testvergleich. Es gibt sehr viele Werte, die getestet werden, wenn Reifen neu rauskommen. Unter anderem natürlich auch das Nasshandling, wie der Reifen reagiert beim Bremsen, wie die Bremswege sind bei Nässe, wann Reifen aufschwimmen. Und dann ist das vermeintlich tolle Angebot vielleicht unterm Strich gar nicht mehr so gut. Und ihr entscheidet euch dann letztendlich für einen anderen Reifen, der im Nasshandling dann viel besser ist wie dieses vermeintliche Billigangebot. Ja? Es gibt auch Verkehrszeichen. Schaut euch bitte dies einmal an. Ja, bei diesen beiden Verkehrszeichen müsst ihr natürlich auch
mit eurer Geschwindigkeit wieder reagieren. Also das erste Schild, das Gefahrzeichen, das besagt ja jetzt erstmal, dass ihr da eine Strecke habt, die in Kombination mit Nässe sehr rutschig ist. Das kann auch sein, dass es wirklich dass das Wasser da steht, dass das Wasser nicht gut abläuft. Also von daher auch wieder mit angepasster Geschwindigkeit nähern. Dieses Schild, dieses Kombinationsschild 80 bei Nässe, das seht ihr überwiegend eigentlich auf der Autobahn. Auch da habt ihr dann das Problem, dass wahrscheinlich das Wasser sehr schlecht ablaufen wird, dass sich der Untergrund sehr häufig wechseln wird, weil vielleicht schon viel ausgebessert wurde. Vielleicht habt ihr Spurrillen, die extrem ausgefahren sind. Also auch da wieder erhöhte Aquaplaning-Gefahr, wenn ihr euch nicht an diese Geschwindigkeitsbeschränkung haltet. Ja, woran kann ich erkennen, dass ich Aquaplaning habe? Es gibt ein paar Warnsignale akustisch, die man natürlich dann auch wirklich einordnen muss. Und ich denke mal, das ist nicht ganz so einfach, wenn man in diesen Bereichen vorher noch nie gewesen ist. Also ihr werdet deutliche Geräusche im Radkasten hören. Also ein richtiges Schlagen des Wassers gegen den Radkasten. Das ist ein Zeichen, dass ihr da im Bereich Aquaplaning unterwegs seid. Es gibt auch nochmal einen Schlag an der Lenkung. Und dann wird die Lenkung natürlich unheimlich leicht. Die ist ja eh schon leicht durch die Servolenkung heutzutage. Aber dann spürt man eigentlich mehr oder weniger gar keinen Widerstand mehr, weil der Reifen ja keinen Kontakt mehr unten zur Fahrbahn hat. Und das sind so die Merkmale, woran ihr erkennen könnt, dass ihr Aquaplaning habt. Es könnte natürlich auch noch sein, dass ihr ja die Haftung schlagartig hinten an der Hinterachse verliert, wenn Aquaplaning wirklich an der Hinterachse auftreten sollte. Und da möchte ich euch vielleicht nochmal einen ganz wichtigen Tipp an die Hand geben. Und da muss man teilweise auch die Reifenhändler zu zwingen, dass sie das richtig machen. Ich werde euch jetzt hier mal zwei identische Autos zeigen. Die lasse ich mal ein Brett runterrutschen. Und ihr könnt euch selber mal Gedanken machen darüber, wie die Fahrzeuge reagieren. Ich habe bei dem einen Fahrzeug die Vorderachse mit einem Streifen Tesafilm zugeklebt, sodass die blockiert ist. Und bei dem anderen Fahrzeug, bei dem zweiten, was ich runterrutschen lasse, habe ich die Hinterräder mit einem Tesafilm blockiert, sodass sie sich nicht mehr drehen. Und ja, ihr könnt ja mal selber tüfteln und mal überlegen, wie diese beiden Fahrzeuge reagieren, die ich jetzt hier mal dieses Brett runterrutschen lasse. Ja, ich denke mal, es war ganz beeindruckend, das zu sehen. Das Fahrzeug, wo die Achse vorne zugeklebt war, das schiebt einfach gerade runter. Und bei dem anderen Fahrzeug mit zugeklebter Hinterachse, das dreht sich ein. So, warum ist das so? Weil die hintere Achse zuständig ist für die Spurstabilität. Ja, und dann sind wir im Bereich Übersteuern. Und das erste Auto, das fährt dann halt untersteuernd oder rutscht untersteuernd darunter, folgt also nicht mehr dem Lenkeinschlag. So, und jetzt sind wir bei dem Problem, was ich euch klar machen möchte. Stellt euch vor, ihr kauft euch ein gebrauchtes Auto, euer erstes Auto, und da sind jetzt zwei Reifen drauf, die haben noch 4 mm, die sind noch ganz in Ordnung, und zwei sind blank. Das heißt, ihr geht jetzt zum Reifenhändler, kauft euch zwei Reifen, zwei neue, habt jetzt auch nicht Geld für mehr Reifen. Und jetzt ist das Problem der Reifenhändler. Da gibt es gute, die machen das richtig, aber es gibt leider sehr viele, die das jetzt verkehrt machen. Viele argumentieren dann damit, der gute Reifen muss auf die Vorderachse, weil ich vorne lenke, unter Umständen vielleicht auch den Antrieb vorne habe. Und das Ganze kann sehr, sehr bitterböse enden, wenn ihr das so macht. Wir nehmen mal das Beispiel, ihr macht tatsächlich die neuen Reifen mit 8 mm nach vorne und die schlechteren mit 4 mm sind hinten. Jetzt fahrt ihr auf der Autobahn und es fängt an zu regnen. Und dann laufen die Reifen ja erstmal in einer Spur. Das heißt, die hinteren Reifen laufen in der Spur der vorderen. Die vorderen haben mit den 8 mm das meiste Wasser aus der Spur schon rausgedrückt, sodass die hinteren Reifen in dem Moment gar nicht so viel zu tun haben. In dem Moment, wo ihr aber eine leichte Kurve fahrt oder ihr macht vielleicht einen Spurwechsel, laufen die hinteren Räder aus der Spur der vorderen raus und müssen schlagartig mit ihren 4 mm dieselbe Menge an Wasser verdrängen, wie das die Reifen vorne mit den 8 mm natürlich locker können. Und dann bekommt ihr ohne Vorwarnung Aquaplaning auf der Hinterachse. Und dann passiert euch genau das, was dem zweiten Auto eben passiert ist auf dem Brett. Ihr werdet sofort das Auto quer auf der Autobahn haben. Das sind immer wieder diese Unfälle, die man sieht bei Nässe, wenn die Fahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung stehen.
an der Leitplanke, typisches Aquaplaning-Verhalten auf der Hinterachse. Ja? Und da müsst ihr wirklich immer ein bisschen drauf achten, dass ihr das mit im Auge behaltet, dass ihr nach Möglichkeit immer den besseren Reifen auf der Hinterachse habt. Wenn ich jetzt einen Fronttriebler fahre, dann wird es automatisch so sein, weil ich einfach durch den Antrieb, den ich vorne habe und das Lenken, was ich vorne mache, mehr Abrieb habe und dann habe ich automatisch in der Regel hinten den besseren Reifen. Also das ist natürlich beim Fronttriebler ganz gut. Beim Hecktriebler ist es dann eher andersrum. Ja, und da müsst ihr dann schon so ein bisschen Obacht geben und das beobachten und euch dann entsprechend wieder darauf einstellen, wenn ihr bei Nässe fahrt und euch das genau bewusst machen, dass hinten der schlechtere Reifen ist. Man könnte dann unter Umständen auch mal drüber nachdenken, die durchzutauschen. Das geht aber manchmal auch nicht, weil bei Hecktrieblern, wenn die ein bisschen sportlicher sind, sind manchmal hinten auch Reifen, die ein bisschen breiter sind, dann kann ich nicht durchtauschen. Wichtig ist, dass ihr um die Problematik wisst und dass ihr genau wisst, wie ist die Profiltiefe vorne, wie ist die Profiltiefe hinten. Und wenn ihr zum Reifenhändler geht, dann müsst ihr da wirklich drum kämpfen. Also ihr müsst da wirklich drauf bestehen teilweise, dass der gute Reifen nach hinten montiert wird. Wenn ihr das nicht kontrolliert, dann behaupte ich, dass die meisten Reifenhändler euch den guten Reifen vorne auf die Vorderachse machen, mit der Begründung, dass dort gelenkt wird. So, ihr Lieben, dann müssen wir natürlich jetzt auch mal den letzten Punkt klären. Was kann ich machen, wenn ich Aquaplaning habe, wenn ich das festgestellt habe? Wir nehmen mal das Extrembeispiel. Ihr habt tatsächlich jetzt so ein ganz altes Auto, was kein ABS hat, kein ESP hat, also keine elektronischen Helfer im Fahrzeug. Kann ja unter Umständen auch ein Oldtimer sein, den ihr vielleicht in der Familie habt. Ihr fahrt den am Wochenende mal aus und dann ist es passiert. Und wenn ihr dann auf die Bremse gehen würdet, wir nehmen mal das Beispiel, ihr fahrt mit 120 auf der Autobahn, dann würdet ihr bei Aquaplaning auf der Vorderachse das Vorderrad komplett zum Stillstand bringen. Wenn ihr dann unten wieder ankommt und das Fahrzeug setzt sich wieder, dann wird dieses Rad, was ja bei Null steht, aber das Fahrzeug ist ja in der Bewegung mit 120 nach vorne, auf diesem nassen Untergrund so schnell nicht andrehen können. Das heißt, ihr habt dann plötzlich ein blockiertes Vorderrad. Also sehr gefährlich. Deswegen bei diesem alten Fahrzeug ohne elektronische Helfer müsst ihr wirklich von der Bremse wegbleiben. Das wäre wirklich sehr gefährlich. Ja? Egal welches Fahrzeug ihr habt, ob alt oder neu, die Lenkung müsst ihr immer in Ruhe lassen. Beide Hände sind am Lenkrad, aber die Lenkung wird nicht eingedreht. Folgendes Beispiel, ihr dreht wirklich an der Lenkung und stellt das Rad nach links, dann setzt sich das Fahrzeug unten wieder, dann wird das Fahrzeug sich nach links bewegen. Im Extremfall bekommt ihr dadurch das Fahrzeug sogar in Schleudern, in eine Pendelbewegung, also von daher bitte Hände weg Hände weg vom Lenkrad, die Hände bleiben schon beide dran, aber ihr dürft bitte am Lenkrad bei Aquaplaning nicht drehen. Ja? Habt ihr, ich sag mal, in Anführungszeichen halbwegs moderne Autos, die ABS und ESP haben, ABS ist ja Standard, da muss ich wirklich schon lange suchen heutzutage, um ein Fahrzeug zu finden, noch ohne ABS, dann könnt ihr auch mit auf die Bremse. Also wenn ihr Aquaplaning auf der Vorderachse habt, dann hat die Hinterachse ja noch Kontakt und dann könnt ihr natürlich über die Hinterachse Geschwindigkeit abbauen und so auch definitiv schneller wieder in den Bereich kommen, wo das sich mit dem Aquaplaning dann auch erledigt hat, wo ihr an der Vorderachse auch wieder Haftung bekommt. Ja? Also deswegen bei den Fahrzeugen mit ABS, ESP könnt ihr die Bremse durchaus mitbenutzen, um zu verzögern. Ja? Wenn ihr Aquaplaning auf der Hinterachse bekommt, dann wird das Ganze natürlich wirklich ein sehr kritisches Spiel. Dadurch, dass es natürlich in höheren Geschwindigkeitsbereichen dann auftritt, dann habt ihr eigentlich nur eine Chance, die Kupplung treten und dann müsstet ihr wirklich gegenlenken. Aber ob ihr das Fahrzeug dann wirklich da noch abfangen könnt, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen hin. Deswegen ist dieses Aquaplaning auf der Hinterachse wirklich brandgefährlich und ich sag mal für den Otto Normalverbraucher eigentlich auch nicht mehr wirklich zu korrigieren. Ja? Mein Tipp für euch zum Abschluss dieser ganzen Sache mit Aquaplaning, das ist eigentlich das nächste Größere, was ihr angehen müsst nach bestandener Führerscheinprüfung. Ich kann euch allen nur den Tipp geben, regelmäßig ein Fahrsicherheitstraining zu besuchen. Es gibt viele Zentren, wo ihr das machen könnt. Ich will da jetzt auf gar keine Organisation im Einzelnen verweisen. Das müsst ihr selber für euch entscheiden. Wichtig ist nur, dass ihr das tut, dass ihr das in regelmäßigen Abständen machen könnt, weil das sind Extremsituationen im Straßenverkehr, die nicht häufig vorkommen und die man einfach auch mal trainiert haben muss, dass man wirklich auch mal spürt, wie so ein Fahrzeug sich verhält, dass man das wirklich auch mal erfahren kann, gefahrlos erfahren kann, dass man Verhaltensmuster hat, die man abrufen kann in diesen Notsituationen, dass man da nicht starr ist vor Schreck, sondern auch genau weiß,
was man da zu tun hat. Und das kann man am besten in einem Fahrsicherheitstraining machen. Und das bringt auch nichts, wenn ihr das alle 5 Jahre macht. Das gehört einfach zum Autofahren dazu, meiner Meinung nach. Macht es, jedes Jahr wäre natürlich ideal, allerspätestens alle 2 Jahre. Und dann seid ihr auch in diesen Situationen wirklich gewappnet und habt irgendwas im Hinterkopf, ein Verhaltensmuster, was ihr wirklich dann in diesen Situationen abrufen könnt. Ja? Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube und ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung. Viel Erfolg in euren Prüfungen und allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und sicher nach Hause.